Ja, nicht immer Kopfschüsse. Die treffen so ziemlich immer Kopfschüsse. Blöderweise. Ja, entweder deren Leben oder dein Leben. Ja, wir können leider recht gut snipern, was das betrifft. Ich würde echt gerne mit euch allen RL-Craft spielen. Hab ich schon. Dito. Ist eigentlich recht gut. Und ich meine auch wirklich so mit allen Main, also mit allen Bossen, die es so da gibt, so klatschen. Also auch die Lycanthi-Mod da, die und, Bosse davon. Und aufbauen? Die Tier 5 Drachen klatschen. Den Beholder klatschen. Wie hast du das eigentlich gemacht? Hast du dir dort eine Base aufgebaut, als du das gespielt hast? In Alcroft? Ja. Ich habe mir eine gesucht. Ja, oder so. Es gibt ja so eine riesige mittelalterliche Stadt. Mhm. Die jetzt als Gruppe zusammen aufzubauen, weil die ja sowieso beschädigt ist, ist schon recht geil. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe einmal direkt neben der normalen Stadt halbfliegende Insel. Wenn du weißt, die sind eigentlich eher selten, diese Dinger. Ich weiß aber, was du meinst. Also da ist halt so ein Stückchen der Erde einfach nach oben gerissen worden und darauf war schon eine fertig gebaute Base, so gesehen. War da auch ein Kistenlager drinne? Ja. Das ist von dem von den Entwicklern, die Base. Mm. Ich habe das Modpack 3 oder 4 mal mittlerweile angefangen. Zweimal habe ich mich darin niedergelassen. Ne, ich habe es 4 mal angefangen. Meinen 4. Spielstand muss ich leider löschen, weil er corrupted wurde. Und ich weiß nicht wodurch. Meine Vermutung ist Ice und Fire. Jedenfalls, in dem Corrupted-Spielstand habe ich mich in einer halben, also in den halben Ruine ist falsch, in einer Ruine niedergelassen, und zwar in der Ruine von einem Schloss, aber so einem kleinen Schloss. Mhm. Also die Ruine war eher wirklich so komplett beinahe den Erdboden gleich gemacht. Und meinen letzten Spielrun habe ich mich jetzt einfach in einer normalen Schlossruine niedergelassen, die nicht beinahe komplett überrannt wurde. Ja, aber das könnte man wirklich mal so als Team zusammen spielen. Was soll ich mit dem Schrott denn? Das ist das, was du draußen weggeschmissen hast, habe ich dir nur wiedergegeben. Das ist jetzt wieder draußen landet. Sag mal, du hast einen Mülleimer im Inventar, warum benutzt du den nicht? Warum sollte ich? Ja, weil ich dort wieder durchrenne und den Scheiß einsammel. Dann rennt er nicht durch. Obwohl, ja gut, das lag nun wirklich Darko. Auf dem Weg. Darko. Ich muss auch einen Pfeil mal dran. Irgendwann, ja, rutscht mir der Finger aus. Dann kannst du das Echo nur halt nicht vertragen. Was für ein Echo, du bist dann tot. Und dein Grab ist das weg. Ding will überhaupt ein Herz abziehen. Wer sagt denn was von dem Ding hier? Slash kill, slash bann. Nö. Das war ja OP-Rechte ausnutzen. Obwohl, das hat er auch schon gemacht. Ja, auf dem Vanilla-Server. Hab ich sogar aufgenommen. Ich brauch Kupfer, Darko. Geh und farme mir Kupfer. Wo ist das ganze Kupfer hin? Ich war heute Kupferfarm. Ich hab dich mit der Faust geschlagen. Das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein, dass du mich mit der Faust geschlagen hast. Doch, klar. Nee. Was wird das?
Aber irgendwie, wo ist überhaupt unser ganzes Erz hin? Das habe ich gerade im Inventar, weil ich das umlagern wollte. Ich meine die Bahn, wo sind die alle hin? Ich habe nur noch 6 Kupferbahnen. Guck mal da oben. Mir geht's nicht um Kupfer. Was dann? Ja, alles. Ja, was? Silber, Eisen, was weiß ich. Silber, Eisen hab ich. Da ist nur noch etwas über ein Stack von allem. Immer die halbe Kiste hier war voll mit Erz. Also, nimm eine Timelapse auf und wir fahren, wenn du so viel verbrauchst. Was siehst du so viel? Das ist Kupfer, Eisen und Silber. Das Roherz habe ich jetzt auch, weil im Inventar, weil ich das sowieso umlagern tue, beziehungsweise einschmelzen. Ne? Guys, ich bin erstmal raus. Alles klar. Dann. Bis die Tage. Ne? Ich lass mich mal wieder blicken. Yep. Also ich will bei einer jeden Tag, Oskar. Ich weiß nicht, ob er es noch gehört hat. Toll, jetzt kann ich wieder nichts machen. Denn mit dem komme ich nicht weit. Und ohne Kupfer erst recht nicht. Du willst Ordnung im Kistenlager. Ich kümmere mich da jetzt drum. Ja, aber. Die Relation verstehe ich halt nicht. Man baut eine Kiste, wenn man keinen Platz mehr hat und nicht 5 Milliarden Kisten im Voraus. Doch, man baut 5 Milliarden Kisten im Voraus. Für was? Für das, dass du sie nie verwenden wirst? Dafür, dass man vernünftig sortieren kann. Das ist eh nur ein Übergangsweise. Später kommt er eh und fertig. Eigentlich gehe ich unten fahren, so, aber guck mal, ich habe den ganzen Scheiß wieder hier reingemacht. Ich werde die Kisten jetzt hier hinsetzen. Sieht richtig asozial aus. Man kriegt die anderen, die da runter sind, nicht mehr auf. Ist mir zu scheißegal. Ich hau jetzt alles, was ich hier noch habe, so in irgendeine leere Kiste. Ja, viel Spaß mit dem ME-System. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich weiß nur, dass wir irgendwann eins haben werden. Ja, Also es gibt keinen Energy Acceptor. Ihr müsst direkt auf den Controller gehen. Und der Controller braucht Gearbox, RF, Upgrade Power, Upgrade Digital, Empowered Palace Crystal Blocks, Data Orbs von Tech Reborn und Nether Star. Das sind. Ja, es ist komplettes Late Game von Tech Reborn, was ihr braucht. Ich würde sagen, Tech Reborn mindestens zur Hälfte durchschwimmen sollte man müssen dafür. Was ist dir wichtiger, Kupfer oder Eisen? Akut gerade. Ist mir gerade scheißegal. Ich bereite mich jetzt noch was vor. Thank you.
Wow, Oscar hat meine Axt noch. Wow. Egal, dann baue ich mir jetzt eine bessere. Wenn ich später Holz brauche. Für den einen brauche ich Chiselblöcke, für den anderen brauche ich normale. Okay. Und ich brauche an sich 5 Displays, denn es sind 10. Ich mach mir noch einen Power. Ja, den mache ich jetzt. Und davon brauche ich 15. Jetzt, wo wir keine Smart-Sorgen mehr haben, finde ich das ernst. Wow. Dumm, ich hätte einfach einen Sinn nutzen können. Wie macht man Crafting Table und Pattern? Ich brauche 5. So, ist das eine kurze Folge.